Dass man dieses Ding von oben machen kann. Belastend. Warum macht mein Handy Geräusche? Das will ich nicht. Hör auf damit. So. Lass ihn. Wir müssen uns jetzt um wichtigere Dinge kümmern. Was ist los? Zu viel Schiss und zack. Ja, so sneaky, ey. Jetzt mal hier den. Ups. Und weg. Hier drüben liegt noch einer. Zack. Und da. Und. Ja? So geht das hier. Dann nimmst du rüber. Wach auf, Mann. Komm, wach auf. Wie mach ich jetzt die denn weg? Das war's. Wir sind erledigt. Was zum Henker machen wir denn jetzt? Nee, kein Bock. Ich mach jetzt lieber die hier. Oh, das dreht sich. Bam. Es kam von hier drüben, ganz sicher. So. Jetzt geht's hier aber rund. Weg damit. Jetzt werde ich hier zugespammt, sogar auf anderen Ebenen. Grüße gehen raus. Switch darüber. Jetzt haben wir drei Personen noch übrig. Die beiden, die sich hier bewegen, egal. Der steht doch da oben, der ist da. Ah, und einer ganz unten. Ganz und gar nicht. Ne, die sind beide da. Lul. Okay. Wie mache ich die jetzt am cleversten? Eigentlich wäre am cleversten, wenn ich jetzt den oben so wegnocke und dem hinterher fliege. Was? Der kam von hier drüben, ganz sicher. Ganz genau, von hier. Renn! Wie so ein Klingelstreich, nur dass ich die Leute damit verletze. Mann verletzt! Mann verletzt! Wenn du hier bist, dann nehme ich dich mal aus. Das ging einfacher als gedacht. Oh, hier eh die Telefone, ne? Was ist denn, Mann? Hallo, Batman. Kennst du meine Stimme noch? Victor Zsasz. Höchstpersönlich. Freut mich, dass du dich erinnerst. Ich werde dich nie vergessen. Ich habe mir ein ganz besonderes Spiel ausgedacht, Batman. Nur für dich. Klingeling. Klingeling. Gut. Schönes Spiel. Erzähl's aber nicht deinen Freunden. Was ist eigentlich mit dir? Sektor 3 ist eine Kamera ausgefallen. Kannst du mich hören? Was ist da los? Wenn ich dieses Funkgerät hacke, kann ich sämtliche Funksprüche von Pinguin abhören. Nice. Wo ist es? Give it to me. Sieht alles gut aus? Sieht okay aus. Geil. Und direkt rein. Jawohl. I love it. Was kommt nun? Abstoß? Abschlag? Gut. Sieh zu, dass es auch so bleibt. Kein Problem. Okay. Zuhören. Der Boss will, dass wir alles dicht machen. Keiner geht rein oder raus. Wenn Jokers Leute auftauchen, schießt. Was ist mit Batman? Auch umlegen. Ohne die Codes der Stadtverwaltung kann ich nicht darauf zugreifen. Ja, einfach so. Einfach so. Wo seid denn ihr alle, wenn ihr hier so rumlabert? Wie sieht's denn aus? Na, was weiß ich. Wie sollen wir es denn erkennen, wenn wir es sehen? Pinguins Schläger haben diesen Raum gut abgesichert. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Na gut, hast du nochmal Glück gehabt. Okay, das sieht aus wie ein Weg. Was hat das denn jetzt hier? Ah, die Punkte sind überall, okay. Wo geht's denn hier hin? Wir finden es nicht! Es ist nicht hier! Einen Moment mal! Wollt ihr mir damit etwas sagen, dass ihr alle so inkompetent seid, dass ich euch dabei helfen muss, einen einzelnen Raum zu durchsuchen? Ja? Nein, ich meine. Es klingt, als würdest du das damit meinen. Bitte, Mr. Cobblepot. War nicht so gemeint. Wir finden es. Gut. Oh ja, noch was. Hab gehört, dass Batman zu euch kommt. Viel Glück.
Was zum... Pinguin überwacht seine Männer mit Herzfrequenzmessgeräten. So. Er wird es merken, wenn ich einen davon ausschalte. Ich muss schnell sein. Bin ich auch. Ein fast as fuck, Boy. Ich verliere die Geduld. Du verlierst die Leute. Mal sehen, wer zuerst bei Null ist. Wir haben Pinguin gehört. Bewegung! So. Der hinten. Der moved jetzt weiter. Dann gehe ich da schnell hoch. Das ist nicht gut. Er wacht nicht auf. So, weiter. Da hoch. Boah, ich bin gerade richtig im Modus, ey. Ist vielleicht leidet gerade unter meinen Commentary, aber. Mann verletzt! Mann verletzt! Ja. Kann sein. Nö! Oh, bitte, ich okay. Gebe auf! Sieh mich an! Ich lass meine Waffe fallen! Du musst mir nicht wehtun! Wie einfach so, okay, ich geh da mal, tschüss. Okay, alles klar. Wie einfach so, jo, okay, so. Oh, ich geh da mal. Wo ist Free? Er ist im Museum. Der Pinguin hat ihn. Ich werde dir wohl die Zunge rausschneiden müssen, Kleiner. Ich mag nicht, wenn die Leute über mich reden. Nein, tut mir leid, Mr. Cobblepot. Er hat mich gezwungen. Kannst du ihn haben, Batman? In meinem Museum bin ich sicher. Versuch doch, mich zu holen. Ich habe noch eine Menge Überraschungen für dich. Okay. Jetzt. Mr. Freeze retten. Oh, okay. Hier ist sonst nichts mehr. Das war dieser eine Raum. Hier komme ich nicht durch. Da oben bin ich ja durchgelaufen, um hier dahin zu kommen. Alfred. Hallo, Sir. Haben Sie das Heilmittel von Mr. Freeze bekommen? Es gab Komplikationen. Der Pinguin hat Freeze in seiner Gewalt und mich im GCPD-Gebäude eingesperrt. Ihnen ist hoffentlich klar, dass Sie sterben werden, wenn Sie das Heilmittel nicht bald finden. Danke. Danke für den Hinweis, Alfred. Ich bin in einem Polizeigebäude. Cobblepot muss einen Beamten bestochen haben und der hat ihm die Zugangscodes der öffentlichen Gebäude verraten. Ich lade die Codes gerade runter. Okay. Und dann? Ach so. Das heißt, jetzt kann ich erstes machen, oder was? Na, danke für nix, ey. Boah, Hacken. Da bin ich ganz gut drin. Nee? Haha. Ja, den... War der Code, habe ich gesehen. Ja. Und jetzt sind wir frei. Spiel ist durchgespielt. Muss er alles kaputt machen? Hab doch gesagt, es funktioniert. Spreng die Brücke und die Leute vom Clown sitzen fest. Ganz einfach. Aber Mr. Cobblepot, wir sitzen auch fest. Und? Wir können nicht zurück. Und das heißt was? Nun, nur dass sie uns hier bei den Leuten vom Clown zurückgelassen haben. Versuch ein paar von ihnen umzulegen, bevor du stirbst, Junge. Du Bastard! Haben sich Kontakt zum Explosionsbereich. Wärmeabtastungen zeigen mehrere Explosionsquellen. Ende. Bestätigt, Erdteiger 3. Anscheinend hat Mr. Cobblepot beschlossen, in Aktion zu treten. Überlasst sie ihrem Schicksal. Wird interessant sein, mitzuerleben, wie sich die Dinge entwickeln, wenn Protokoll 10 aktiv ist. Bestätigt, Erdteiger. Ich habe noch ein Update, das will ich noch schon gerne mal gerade machen. Jawohl, ich danke. Die Firma dankt. Was passiert denn eigentlich, wenn ich. Was passiert eigentlich, wenn ich mit dem Elektro-Ding auf die schieße? Schießen die eigentlich generell auf mich oder sind die einfach nur so Beobachter? Hä? Probleme mit der Stabilisierung.
die schießen auf mich. Okay. War klar, dass sie mich nicht mehr irgendwie. Pinguin lässt bereits Brücken zerstören, um Jokers Leute festzusetzen. Ich hoffe, das hat sie bei der Suche nach dem Heilmittel hallo? Behindert. Hallo? Ich muss sie sicher nicht daran erinnern, wie wichtig es ist. Ich bin jetzt auf dem Weg ins Museum. Das ist Pinguins Basis in Arkham City. Was willst du jetzt tun, Batman? Boah, ich bin wieder voll im Element, Junge. 30er-Kombo in dein Gesicht. Oh, Sass, geh doch nicht so auf den Sack mit deinen komischen Telefonaten. Oh. Egal. Scheiß auf die Kameras. Springen. Zack. Was ist los, Sass? Huh? Was willst du machen? Ich höre. Oh, Batman. Du klingst ungeduldig. Das ist gut. Das ist sehr gut. Nur so kannst du mein Spiel gewinnen. Wie du vielleicht weißt, erlöse ich die hirnlosen Marionetten, die das Glück haben, meine Rufe zu erhören. Du erlöst sie nicht. Du bringst sie um. Kommt wohl ganz auf die Perspektive an. Kann ich jetzt hier was machen? Ich sehe es so. Das sind drei kleine Schweinchen, die nur darauf warten, dass ich sie vom Leben heile. Könnte mir gut vorstellen, dass die das nicht ganz so sehen. Wenn du sie verletzt, Sass, komm ich dich holen. Darauf möchte ich wetten. Doch vorher ein Spiel. Irgendwo in Arkham City klingelt in diesem Augenblick ein Telefon. Ich weiß, es ist ein großes Gebiet, aber du findest es. Brauchst du zu lang, töte ich die Schweinchen. Und versuch ja keine Tricks. Ein Freund half mir, dieses Signal über jeden Verbindungsknoten von hier bis Bloodhaven zu leiten. Du findest mich nie. Jetzt leg auf und fang an zu laufen. Klingeling. Klingeling. Es wäre halt so witzig Was ist jetzt hier? Kann ich jemanden anrufen? Okay, egal. Ich habe einen Timer anscheinend irgendwo jetzt laufen. Da, gerade mitten im Screen. Logisch. Zack, zack, weiter. F-Spam, bis man weiterfliegt. Und hops. Wenn er hab, wenn er skip, and away we go. Joop. Guck mal, war das nicht gerade Signal, wie ich richtig fliege? Ich fliege, meine Freunde, ich fliege. Okay, jetzt falle ich wieder. Jetzt gleite ich. Schade, das war gerade ein schöner Moment, aber wenigstens konnten wir den gemeinsam teilen. Oh, okay. Da hat mich diese riesige Katze aufgehalten. Darunter muss ich. Erstmal die stehen lassen. Habe ich dir je von meinem ersten Mord erzählt, Batman? Nein. Wie du sicher weißt, waren meine Eltern tot und ich reich. So reich, dass ich alles haben konnte, was ich wollte. Aber ich wollte nur, dass sie leben. Jetzt weiß ich, dass dies unmöglich war und ihr Tod einem höheren Zweck diente. Aber damals, da hatte ich noch keine Ahnung davon, wie viel Spaß es macht, warmes Fleisch zu zerschneiden. Mir war überhaupt nicht klar, wie ich es all diesen Leuten ersparen könnte, ihr elendes Leben zu leben. Du hättest es dabei belassen sollen. Wirklich? Dann höre ich jetzt auf. Such ein anderes Telefon, Batman. Bis dann. Ah, das war's. Okay. Ich dachte, jetzt geht's direkt weiter. Heißt, wir sind in aller Ruhe, die jetzt hier komplett wegdreschen. Jetzt zu dir und dann zum Abschluss nochmal zurück zu ihm hier. Ah, 35er Kombo, Leute. So. Anscheinend verschafft Pinguin die Sicherheitsmaßnahmen. Sein Museum ist schon die reinste Festung. Stimmt, das Batman... Protokoll 10,
Waffe in 7 Stunden in Kraft. Oh ja.